Hallo und herzlich willkommen hier zurück im wunderschönen Falkenstein. Und heute geht es weiter am Bau des Schlosses, wie die ganzen anderen Folgen. Und es wird auch die nächsten 50 Folgen am Schloss definitiv weitergehen. Also wir werden in die nächste Staffel rein das Schloss bauen. Und es wird auf jeden Fall so sein, dass vielleicht schaffen wir es zur 850. Folge, wenn es irgendwann mal 850 gibt, das wären 100 Folgen, das Schloss wirklich so weit einzuweihen dann. Und ich habe mal überlegt, das heißt nämlich, glaube ich, Bankett, so. Was man denn hier betreiben könnte, ne? Eine große Feier mit allen möglichen Sachen. Dann gibt es natürlich auch Einladungen. Ja. Und ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam, eigentlich hier ein Schloss zu bauen. Bin ich denn des Wahnsinns? Ich frag mich, welcher Bock mich da geritten hat. Vor allem dieses Schloss so riesig zu bauen. Hier auf 149 und wir haben noch übel viel Höhe vor uns. Also es werden wahrscheinlich zwei Dachgeschossetagen werden. Schätze ich mal. Da müssen wir aber mal gucken, ne? Wir müssen dann mal wirklich gucken, wie das Ganze dann so ausschaut. So. Zum Thema Deckendesign. Habt ihr vielleicht schon Vorschläge gemacht, wie man das machen kann? Ob man da ein bisschen was verändern kann oder ob wir es einfach so lassen? Weil es ist doch sehr eintönig, ne? Gut, wir können dann noch ein bisschen arbeiten mit Kronleuchtern. Das wird kein Problem. Aber, ja. Achso, ich weiß wieder, wie ich auf die Idee kam. Und zwar, weil ich Schloss Hammerson gesehen habe. Und da ich gedacht, boah, das wäre cool. Wie viel Platz da ist, ne? Wie viel Platz da ist. Und da habe ich jetzt gedacht, Mensch, da muss das einfach jetzt auch mal anfangen. Und wenn mich das nicht täuscht, sehen wir ja jetzt schon seit gut 50 Folgen dabei, ne? Nee. Niemals. Wir sind niemals seit 50 Folgen dabei. Wir sind seit 20 Folgen, glaube ich. Ungefähr seit 20 Folgen sind wir dabei. Ich glaube nämlich mit Folge, also zum Jahreswechsel habe ich das gemacht, ne? Bin ich der Meinung. Ich glaube, Jahreswechsel war 728 oder so. Und jetzt sind wir ja bei 760 knapp. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Bam, 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 badadam, bam. Bam, 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 badam. Badam, bam, 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 bam. Bam, bam. Bam. So. So, das hier kann auf jeden Fall auch zugemacht werden. So, okay. Ja.
Jojojo, müssen wir mal gucken. Das muss noch zu, ne? Ja. Da habt ihr recht, das hier muss noch zu. Bum, 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 bum. La, 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 la. Und da hinten links im Bild verschwindet schon der eine Küstenturm. Der verschwindet schon ganz schön im Nebel, ne? Damit sind wir ganz schön hoch und ganz schön weit weg hier, würde ich mal sagen. Und es geht noch höher. Gut, die 200 werden wir nicht erreichen. Aber müssen wir auch gar nicht. So. Okay. Ah, da hinten der Turm. Hohoho, sieht irgendwie schon cool aus. Als wenn eine Nebelfront kommt. Und die Fahne, die einst recht groß ist, wirkt hier sehr klein. Gut. Ja. Gehen wir erstmal runter. Ich brauche Le Fichte. Davon brauche ich. Das brauche ich doch nicht. Das auch nicht. Ein Stack reicht davon. Das brauche ich auch nicht mehr. Das auch gerade nicht. Nehmen wir mal mit. Ja, mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und nehmen wir mit. Okay. Gut, dann fangen wir an. Als erstes mit dieser Cobblestone-Schicht. Das ist ja wieder die Füllschicht. So. Ja, ich weiß. Ich habe einen dran, aber das ist okay. So. Jetzt sind wir auf 150. Das heißt, wir bauen hier jetzt vorne, wir bauen hier vorne so die Spitze, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was wir alles so reinbauen, aber wir werden den Platz schon wegkriegen. Gut, so, dann können wir jetzt sagen, wir machen hier den ja. Wir müssen mal kurz rüber in die Singleplayer-Welt. Abbrechen. Einzel-Testwelt. So, hier habe ich das nämlich so gemacht. Da habe ich jetzt keinen Boden zu sehen.
W und Action. Höre ich das schon, ne? Okay, das ist die oberste Schicht, beziehungsweise das ist dann der Boden, ne? Genau, und von dem Boden an gehen dann eine und dann so, ne? Okay, eins und dann eine Stufe. Mehr Spieler. So. Dann machen wir das jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chain. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, okay. Falsch. Denn hier kommt nämlich der Stein drauf, ne? So und so. Gut. Jetzt gibt's noch folgende Entscheidung. Wir müssen ja hier oben so eine Dinger bauen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Also 1, 2, 3. Okay. Das heißt, wir könnten hier einmal so ein Fenster machen. So, ne? 1, 2, 3. Dann hier. 1, 2, 3. Und hier. 1, 2, 3. Ist das richtig oder nicht? Doch, müsste eigentlich richtig sein. Weil dann wäre nämlich hier. Zack. Und zack. Das hier wäre alles Dach. Zack und zack. Zack und zack. So. Schauen wir uns das mal von Weitem an. Das sind dann drei Erker auf jeder Seite. Wir könnten natürlich mehrere Erker machen, aber das würde keinen Sinn ergeben, weil dann könnten wir auch direkt eine Etage bauen. Dementsprechend brauchen wir das nicht. So, jetzt ist es natürlich so. Das sind die Fenster. Das heißt, ich würde die Fenster tatsächlich so als solche Steine machen, ne? Wie hoch mache ich das Ganze? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Wir brauchen mal eine Werkbank. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir fast auf jeder Etage eine Werkbank, ne? Dann brauche ich, genau die hier. Und die und die und die und so und zack. Okay, dann haben wir genau 64. Passt. So und so. 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 Hier ist ja wieder das. Okay, das müssen wir jetzt. Brauchen wir gleich Netherziegel. Wir brauchen gleich richtig viele Netherziegel, Freunde. 1, 2, 1, 2. Das heißt, wir brauchen Netherrack. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ach, verdammt. 1, 2, 2, 1, 2. Alter, ist das hoch hier. Wir haben theoretisch über fast das ganze Reich vom Falkenstein haben wir Aussicht. Von jeder Position hier. So. Aua. Beine nicht brechen. So. So. So, 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 ne? Und dann 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, dann überlege ich schon, ob ich unten nicht die Zimmer für die Gäste mache. Und oben dann halt mein, also unterm Dach quasi meine ganzen Privatbereiche. Weil ich finde das eigentlich eine coole Idee mit diesem Erkerfenster hier. Die Sache, die wir jetzt nur haben, oder die wir jetzt brauchen, ist jetzt wirklich, wir brauchen die Netherrack. Das heißt, wir müssen jetzt nach unten. Wir schmeißen alles, was wir dabei haben, einfach raus. So und so. Das Bett lassen wir natürlich da, das noch, na da, das noch. Die Fackeln können wir auch mitnehmen. Und dann geht's jetzt nach unten. Aber wir gehen da hinten runter, weil wir gucken uns das hier nämlich von... oh Gott, wollte ich sagen. Von hier vorne an. Au, platsch, platsch. Wir gucken uns das mal von da hinten an. Und ich glaube, das mit dreien sieht schon okay aus. Das sollte passen. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. So. Ja, doch, mit drei so ein Dingern oben, so ein Erkern und dann das große. Hey, ruhig bleiben. Ja. Ich überlege gerade, wie wir das Ganze machen. Das wird ja deutlich höher. Es wird ja mal so hoch bestimmt. Das heißt, wir brauchen eine Menge Netherrack. Eine Menge, Menge Netherrack. Ich möchte kein rotes Dach, also ich möchte schon so ein dunkelrotes, ne? So ein Netherrack-Dach halt. So ein Nether-Ziegeldach. Hep. Aua. Der Gärtnermeister ist noch da. Das ist auch gut so. Wir gucken mal, was wir an Netherstein haben. Hallo. Vielleicht machen wir das Ganze so wie ähnlich wie die Kommandanten wieder mit so einer Maisonettenwohnung. So über zwei Etagen, das wäre auch ganz cool. Ich habe da schon echt ein paar coole Ideen, die viel Zeit in Kauf nehmen. Ah ja, da haben wir genug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nehmen wir einfach mal, was wir kriegen können und geben es nie wieder her. So, weg damit. Netherrack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Die Netherrack, die muss man brennen, ne? Ja, okay. Das heißt, wir gehen dann da vorne hin und dann müssen wir doch noch eine ganze Menge abbauen, ne? Oh nee, ich merke das schon. Das heißt, die nächste Folge könnte dann durchaus möglich sein, dass es eine Netherfolge wird. Zack, zack. Zack, zack. Darf ich hier mal irgendwo ran? Darf ich hier mal Hallo danken? Weg hier. So. Da ist ja gar nichts. Hier müsste er sein, ne? Hier, hallo. Danke. So, der hier weg. Der hier weg. Der hier weg. Und der hier weg. Gut, mehr haben wir auch nicht. Wir können jetzt uns überlegen, was wir mit den Steinen machen. Hier können wir sie nicht reinpacken, wir können die aber hier erstmal reinschmeißen. Solange wir noch keinen Dings haben, keinen Händler dafür. Und, ja, wie gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt so. Bleibt uns ja nichts anderes über. Wir schmeißen das vorne in den Briefkasten mit rein.
Und ja, den Platz für das Bett, das brauchen wir auch nicht. Denn es wird jetzt eh dunkel. Oder? Ja. Und wir bereiten uns vor für die Reise in den Nether. Und dort holen wir uns dann mit unserem Steinfresser Netherrack. Also Netherstein. Gut, Freunde. Was bleibt mir da noch über zu sagen? Nicht viel, außer wie immer vielen Dank fürs Zuschauen etc. pp. Ne? Ihr wisst ja Bescheid. Erzählt es euren Freunden, was weiß ich. Bleibt mir treu. Und bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Oder ja, in diesem Sinne, tschüss.